Hannover von oben. Die Skyline der Stadt genießen, eine kurze Ruhepause einlegen. Im Riesenrad 45 Meter über dem Trubel, denn unten auf dem Schützenplatz ist es voll und laut. Tosende Fahrgeschäfte, lautstarke Spielbuden. Das Frühlingsfest lockt täglich bis zu 100.000 Besucher an. Eine Oase der Ruhe dagegen, die schwebenden Gondeln des Riesenrads. Trotz Jahrmarktslautstärke schätzt Betreiber Klaus Wilhelm die Vielzahl an Gästen. Wir hatten über Ostern sehr viele Besucher hier. War erstaunlich. Wir haben uns alle sehr gefreut darüber. Was eigentlich auch immer heißt, dass wir Schausteller doch unsere Besucher dementsprechend richtig verwöhnen. Halbierte Fahrpreise am Familientag zogen besonders viele Eltern mit ihren Kindern an. Kleine Crashs im Autoscooter, gespannte Erwartungen beim Entenangeln oder Bauchkribbeln im Kettenkarussell. Für die Großen oft zu rasant, für die Kleinen begeisternder Spaß. Wildbahn! Geisterbahn! 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 Ich gehe nach voran. Ich guck nur noch zu. Oh, ich habe immer gerne halt einen roten Apfel halt gerne gegessen oder Mandeln, diesen Geruch von Mandeln. Ja, und halt Karussell fahren halt, ja. Das war für mich halt das Highlight als Kind. Eigentlich war das Volksfest, war es früher mal ein richtiges Volksfest, aber das ist gar nicht mehr so. Es ist eigentlich irgendwie immer noch alles so Geldabzocker, aber mit so kleinen Kindern geht man trotzdem einmal rüber, aber es ist nicht mehr so wie früher. Dass es früher anders war, bescheinigt auch Klaus Wilhelm. Seit 1937 betreibt seine Familie Riesenräder. Spektakel wie Wildwasserbahn, Breakdancer oder Türme, die ihre Besucher mit 125 Kilometern pro Stunde kopfüber herumwirbeln, gab es damals nicht. Mein Urgroßvater hat 1871 damit angefangen und hat auf den Messen und Märkten und Jahrmärkten Erzeugnisse verkauft, die er selbst hergestellt hat. Und dann ging es weiter über Honigkuchenbuden und Spielbuden und bis mein Vater dann nachher in der zweiten oder dritten Generation beim Riesenrad gelandet ist. Etwa 95% der Fahrgeschäfte und Spielbuden auf Volksfesten sind Familienunternehmen. Seit Generationen in einer Hand, das Leben als Schausteller sei hart, sagt der 76-jährige Riesenradbetreiber. Immer unterwegs, ein ständiger Ortswechsel. Mit Hannover allerdings verbinde ihn etwas Besonderes. Seit 1880, 1890 hat meine Großmutter hier in Hannover gewohnt. Ich bin hier zur Schule gegangen, mein Vater ist zur Schule gegangen hier, ich bin zur Schule gegangen. Man kennt die Stadt. Mit Hannover verbindet der 76-Jährige aber auch den Trubel auf dem Schützenplatz. Ob klein oder groß, die Menschen wollen feiern, schlemmen und Runden drehen. Für Spaß sorgen aber auch Attraktionen wie Ponyreiten und Bewegungslabyrinthe. Labyrinth, Kettenkarussell oder Riesenrad. Mit abwechslungsreichen Attraktionen bietet das Frühlingsfest unzählige Möglichkeiten, den Winter zu verabschieden und die warmen Tage zu begrüßen. Noch bis zum 26. April, täglich ab 14 Uhr.